Trainer, wie groß war aus deiner Sicht der Klassenunterschied am Freitag beim Relegationshinspiel gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt 04? Ja, ich glaube, dass der Klassenunterschied nicht da war. Man hat nur eine effizientere Mannschaft gesehen und eine, die zwar ordentlich Fußball gespielt hat, aber eben die Gradlinigkeit in Richtung Tor vermissen hat lassen. Ja, die effizientere waren die Ingolstädter und die etwas kompliziertere spielende Mannschaft, die aber den Ball eigentlich auch ganz gut laufen hat lassen, waren wir. Und wir müssen gucken, dass wir effizienter werden. Du sprichst die Effizienz an. War der Spielverlauf, der für deine Mannschaft maximal unglücklich gelaufen ist mit den frühen Gegentoren zum jeweiligen Halbzeitsbeginn, der Knackpunkt? Ja, es waren brutale Nackenschläge natürlich. Ich glaube, wenn du in so ein Relegationsspiel reingehst und du legst nach 3 Sekunden 0-1 zurück zu Hause, dann ist das erstmal ein ganz, ganz heftiger Nackenschlag. Den haben wir eigentlich ganz gut verkraftet, haben dann direkt im Gegenzug eine sensationelle Fallrückzieher-Situation von Manu, die leider Gottes aber eben aufs Dach oder aufs Tor gefallen ist und nicht ins Tor. Ja, und da war einfach das Quäntchen in dem Moment auf der Seite der Ingolstädter. Das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen, wobei wir die erste Halbzeit dann ganz ordentlich im Spiel waren, aber wie gesagt, nicht effizient genug und nicht geradlinig genug nach vorne. Auch wenn wir mehr vom Spiel hatten als der Gegner, aber eben nicht geradlinig genug. Und dass wir dann in der zweiten Halbzeit rauskommen, eigentlich auch eine breite Brust haben und uns viel vorgenommen haben und dann natürlich nochmal so einen bekommen, direkt nach der Halbzeitpause mit dem Elfmeter, das hat natürlich schon extrem wehgetan. Das haben wir auch der Mannschaft angemerkt. Ich glaube, dass wir auch zu dem Zeitpunkt hätten uns begraben können irgendwann, oder die Ingolstädter hätten uns begraben können, wenn sie das dritte und vierte 4-0 gemacht hätten. Das haben sie aber nicht geschafft und unsere Mannschaft gibt nie auf und das ist das Positive und wir konnten uns dann nochmal ein Lebenszeichen setzen in der letzten Sekunde. Du hast schon mehrfach Schöffe angesprochen. Er und Gökhan Gül wurden verletzt ausgewechselt. Kannst du was zu ihren Verletzungen sagen, beziehungsweise ob sie am Dienstag zur Verfügung stehen werden und wie es ansonsten auch mit der Personalsituation aussieht? Ja, auch das war so ein bisschen leider Gottes typisch für dieses Spiel, ja, dass wir auch noch Schäffe verlieren in dem Moment. Schon in der ersten Halbzeit hatte die Probleme gehabt und Göks dann am Schluss auch noch, aber da war es dann schon relativ spät. Was die Verletzungen jetzt genau aussagen, müssen wir noch einen Tick abwarten. Wir gehen davon aus, dass beide am Dienstag einsetzbar sind. Müssen jetzt noch die genauen ärztlichen Diagnosen abwarten, aber ich glaube, dass bei Schäffe nur eine muskuläre Verhärtung ist und bei Gökhan Gül ist einfach im Rücken durch das Unterlaufen bei der Situation ist er dumm gefallen. Und hat sich dabei dann ein bisschen was im Rücken getan, aber das müssten wir wieder hinkriegen. Sonstige personelle Veränderungen? Nein, wir schauen jetzt mal, was Niki Dams in den Trainingseinheiten vor uns macht, wie weit er belastbar ist. Er ist im läuferischen Bereich schon relativ weit und jetzt gucken wir mal, was jetzt ganze Sachen mit Ball angeht und auch was die Geschwindigkeit angeht, was die Richtungswechsel angeht. Müssen wir jetzt abwarten, dass wir läuferisch alles hinkriegen, mit Ball dann alles hinkriegen und schauen mal, ob er dann zur Verfügung steht. Was macht Mut für das Rückspiel? Ist es unter anderem auch das, was man in den letzten Wochen in den europäischen Wettbewerben erlebt hat, dass es ja niemals nach dem Hinspiel vorbei ist? Ja, wir wollen gar nicht an die anderen oder auf die anderen schauen, ja, sondern wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben mit unseren Fans zusammen. Ich glaube, dass egal, wen ich gestern noch getroffen habe und wen ich am Freitag noch getroffen habe und gesehen habe, dass jeder total begeistert war noch und voller Euphorie, dass wir es schaffen können. Und diese Geschichte wollen wir gemeinsam schreiben. Ja, wir wollen die Fans mitnehmen, wir wollen uns einfach was Gutes tun und wir wissen, dass wir in der Lage sind dazu, aber wir wissen auch, dass wir da einen extrem guten Tag brauchen. Einen Tick besseren noch, als wir es am Freitag hatten, ja, das ist aber auch möglich, um dann eben diesen Gegner niederzuringen. Wie ist dieser Gegner aus deiner Sicht fußballerisch zu beschreiben? Was macht Ingolstadt als Mannschaft aus? Ja, sie spielen den relativ einfachen Ball immer wieder in Richtung Kutschke, ja, diese langen Bälle in die Spitze rein, die sehr, sehr schwer sind zu verteidigen, ja, egal ob sie von uns verteidigt werden oder ob sie verlängert werden, ob sie abgelegt werden, aber es ist nicht angenehm, wir müssen diese zweiten Bälle verarbeiten, dann pressen sie gut nach und haben dann natürlich auch eine individuelle Qualität, auch mit Lescano natürlich in der Spitze drin, die alle schon Bundesliga erfahren sind, die schon über eine hohe Qualität verfügen und die müssen wir einfach mit unserer Mentalität, mit unserem Teamgeist müssen wir sie versuchen zu brechen. Die Mentalität deiner Mannschaft hat sich gezeigt, dass in der wirklich letzten Minute der 6-minütigen Nachspielzeit dann der ganz, ganz wichtige Anschlusstreffer gefallen ist. Ich weiß, du bist kein Freund von Statistiken, aber gibst du solche Informationen, wie das in der Vergangenheit in den letzten 10 Vergleichen der Drittligist sich 7-mal durchgesetzt hat, gibst du sowas der Mannschaft noch mit oder sind das Fakten, die sie eher verwirren bzw. nicht weiterhelfen? Nein, die helfen uns nicht weiter, weil das sind andere Spiele gewesen, ja, das sind andere Mannschaften gewesen. Von daher, letztes Jahr der KSC ist gescheitert in Aue, also kann man das auch so rumsehen. Von daher, wir wollen das Spiel angehen. Wir sind jetzt im Moment in der Rolle, dass die Ingolstädter der Favorit sind, ja, dass sie die bessere Ausgangssituation haben. Aber die Ausgangssituation ist noch nicht das Endresultat und daran können wir noch schrauben.
Was macht aus deiner Sicht zusätzlich für alle Fans, die auch am Dienstag noch die Reise antreten werden, aus deiner Sicht, gibt dir noch Hoffnung? Ja, dass im Endeffekt erst vorbei ist, wenn es wirklich vorbei ist. Ja, und dass diese Mannschaft, die wir hier haben, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahren, schon so viel bewiesen hat, so viel Herzblut gezeigt hat, ja, sich mit dem Verein total identifiziert, mit den Fans im Grunde genommen zusammensteht und dass sie zu allem in der Lage ist. Ja, wer in Karlsruhe 5 Tore schießen kann und in Halle 4 Tore schießen kann, der kann auch in Ingolstadt 2 oder 3 Tore schießen. Ja, aber wir müssen das Herz in die Hand nehmen, wir müssen unsere Hemmungen ablegen, wir sind jetzt in der Relegation angekommen und wir sind bereit, um einen unglaublichen Fight in Ingolstadt nochmal abzuliefern. Hab heute noch gehört, unser häufigstes Auswärtsergebnis in der Saison war 3-2. Ja, das ist natürlich auch so ein kleiner Punkt, der uns natürlich auch weiterhilft. Wir haben eine sehr, sehr gute Auswärtsstatistik, ja, und die Rückrunde hat gezeigt, dass wir sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne so auswärts 3-2 gewinnen. Und gegen dieses Ergebnis hätte ich natürlich nichts einzuwenden. Dankeschön. Bitte.